Herzlich willkommen alle zusammen bei der Immersive X, wie Marken zum Erlebnis werden. Es ist ja schon das zweite Mal, dass jetzt die Immersive X unter deiner Rigide veranstaltet wird. Was ist die Idee dieser Konferenz? Hier sind wir in einer Social VR-Umgebung. Das ist so etwas wie unsere zweite Heimat geworden von VM People, wo wir einander begegnen, aber wo wir euch jetzt auch begegnen. Genau wie im letzten Jahr haben wir auch dieses Jahr auf der Immersive X total spannende Expertinnen aus diversen Bereichen gehört, zum Thema Community, zum Thema Storytelling für Kinder und Jugendliche, was ich total spannend fand, zum Thema Immersive Podcast zum Beispiel. Die Immersive X ist eine Konferenz, bei der es darum geht, Menschen etwas erleben zu lassen, was jenseits ihrer eigenen Erfahrungswelt liegt. Das richtet sich an Leute aus den Medien, aus dem Marketing, aus dem Management. Ich darf zum zweiten Mal die Immersive X moderieren. Ein super spannendes Event, wo immer wieder die absolut neuesten Technologien und Trends des Storytellings vorgestellt werden. Mit super spannenden Partnern, tollen Panels. Gestern eine sehr interessante Keynote gehört von einem internationalen Top-Storyteller. Thank you very much for having me. I'm excited to be a guest of Immersive X. Insgesamt war das ein Event, wo ich wieder den Eindruck hatte, dass wirklich die Besten ihres Fachs zusammenkommen und all ihre Erkenntnisse, Insights weitergeben an die Community. Also die Konferenz setzt sich aus einem 2D-Videopart zusammen. Dann haben wir halt eine Virtual Reality Stage, wo Keynotes tatsächlich vor einer großen Bühne gehalten werden, ähnlich wie so TED-Präsentationen. Dann gibt es dieses Jahr neu den Audio-Part, in dem wir einmal das Bild ganz ausgelassen haben. Wir feiern hier in diesem Moment eine Premiere, nämlich unsere erste Audio-Only-Session. Das Motto der diesjährigen Immersive X lautete What's Next? Wir stecken noch mitten in der Pandemie. Trotz allem machen wir uns jetzt schon Gedanken, wie können wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, umsetzen und bessere Geschichten erzählen. Ich habe gerade eine Session zusammen mit meinem Kollegen Tommy Honten aus Los Angeles zum Thema Immersive Games, Immersive Experiences gemacht. Wir haben über die große Zäsur der 20 Monate Corona, die sehr, sehr viel in diesem Bereich verändert haben, geredet. Ich hatte hier heute Mittag eine Session an Community, Connection und Co-Creation im Metaverse, diesem Buzzword. Virtual Creativity kann VR uns kreativer machen, das ist unser Thema. Ich fand dann die Session über den kreativen Prozess faszinierend, vor allem die Möglichkeiten, die dann die virtuelle Realität zusätzlich bietet, die es bis vor 5 Jahren in der Form nicht gab. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, für meine Session hatten wir John Groves aus Hamburg eingeladen und zugeschaltet. Er ist seit 30 Jahren Experte für Sound Branding. Bei mir im Panel ging es heute um immersive Marken und Storywelten, und zwar für die Zielgruppe Kinder. Wir haben ein virtuelles Lagerfeuer und das, was man dort erlebt, das, was man in Social VR erlebt, das kommt einem realen Konferenzerlebnis sehr, sehr nah. Hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Jahr wieder bei der nächsten Ausgabe der Immersive X.